Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt die Sommermonate dieses Pseudo-Sommers mit unserer spektakulären Fotokrempel-Zeitreise hervorragend verbracht, so wie wir die Zeit des Drehs hervorragend verbracht haben und danach uns ein bisschen um andere Dinge kümmern konnten. So richtig sommerlich ist es ja nicht geworden. Von so her sind da viele Pläne einfach ins Wasser gefallen. Nichtsdestotrotz, die Fotokrempel-Zeitreise ist rum und es wird Zeit, mal wieder ein paar Videos mit aktuellen Themen nachzulegen. Wir fangen heute mit einem ganz schönen, tollen Objektiv an. Da hatte ich das größere Modell, das 75mm Objektiv, schon vor einer Weile im Review. Die Rede ist natürlich von dem Meyer Optik Görlitz Primoplan. Da geht vorher auch noch mal ein ganz herzliches Wort der Entschuldigung raus an die Jungs beim Meyer Optik Görlitz, Jungs und Mädels. Die Fotokrempel-Zeitreise, also so ein Großprojekt, wo auch noch andere Partner involviert sind und ein bisschen mehr logistischer Aufwand, hat dann doch durchaus Priorität. Von so her haben wir dann das Ganze vorgezogen. Normalerweise hätte ich den Test schon vor der Fotokrempel-Zeitreise machen sollen, aber ja, da wollte ich euch auch nicht so lange auf die Fotokrempel-Zeitreise warten lassen. Und auf der anderen Seite, das Objektiv ist ja doch noch ein bisschen länger im Handel. Von so her ist das gar nicht schlecht. Ja, worum geht es heute? Es geht um das Primoplan 58mm 1.9. Das Objektiv, das Stefan Wiesner nicht versteht. Warum ich diesen Titel für das Video gewählt habe? Ich bin über ein Video von Stefan Wiesner gestolpert. Der macht ja relativ viel im Fotobereich, also ein durchaus sehr geschätzter Kollege, wenn auch mit einer etwas anderen Ausrichtung. Und der hat in seinem Video Folgendes gesagt. Man bezahlt $900 für ein Objektiv, das man für $80 bei eBay kaufen kann. Weil man kauft ein neues Retro-Objektiv, damit man einen Retro-Look hat, statt das Retro-Objektiv zu nehmen, oder? Da habe ich ein bisschen geschmunzelt. Wobei so ein bisschen der Tenor ist, die einen sagen, kauf dir doch das alte bei eBay und die anderen sagen, mit einem Auftrag hast du es wieder rein, weil du einen speziellen Look hast. Ja, du kriegst einen speziellen Look. Lohnt es dabei vielleicht noch abschließend, bei Meyer Optik Görlitz auch nochmal die Beispielfotos anzugucken, die sie machen, weil die machen auch noch so Retro-Fotos, so geschminktes Model, das aussieht wie aus den 20er Jahren. Spricht mich als Kunden nicht an. Ja, Stefan, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also zum einen schätze ich deine Arbeit sehr. Das soll also gar keine Kritik sein, sondern eher das Fehlen von Verwunderung, denn ich glaube, das Setting ist einfach ein anderes. Also wenn ich Ergebnisfotografie betreibe und dafür spricht ja dann auch sowas wie Zielfoto als Markenname, als Titel für ein Magazin, dann ist das natürlich ein ganz anderer Weg, als wenn ich Erlebnisfotografie betreibe und das Objektiv und die Kamera und der ganze Prozess des Fotografierens auch Teil des Erlebnisses ist, das ich gerne haben möchte. Und das ist mitunter nicht zueinander kompatibel. Von so her kann ich das sehr gut verstehen, dass sowas nicht auf den ersten Blick verständlich ist. Auf der anderen Seite, und darüber habe ich schon in den anderen Videos zu den Meyer Optik Görlitz Objektiven gesprochen, es muss einem einfach klar sein, dass wenn ich etwas in Deutschland per Handarbeit fertigen lasse, ein anderer Preis dabei rauskommt, als wenn ich das in China oder in Japan industriell als Massenware vom Band werfe. Wobei das auch kein Qualitätsunterschied, also kein Qualitätsaspekt. Gerade die maschinengefertigten Objektive heute, die zeichnen sich ja durch eine unglaublich hohe Zuverlässigkeit durch die gesamte Produktion aus. Die Spezifikationen werden auf den Punkt eingehalten. Es sind aber zwei verschiedene Welten. Also die Meyer Optik Görlitz Objektive muss man dann eher mit anderen in Manufakturarbeit hergestellten Objektiven vergleichen. Zumindest von der Produktion. Von der Leistung kann man dann wieder ganz unterschiedliche Ansprüche stellen. Und natürlich sind die Meyer Optik Görlitz Objektive als waschechte Vintage-Objektive nicht auf moderne Rechnung, nicht auf
das letzte Viertelchen Schärfe und das letzte bisschen Kontrastverhalten ausgelegt. Und das sollen sie, glaube ich, auch gar nicht sein, denn davon gibt es, und auch das haben wir schon häufig genug diskutiert, einfach zigtausend Objektive, aus denen man wählen kann für alle möglichen Mounts, für alle möglichen Kamerasysteme. Also das sind zwei verschiedene Welten, die eine Welt stellt dann mit ihren Produkten die andere oft nicht wirklich zufrieden. Und der Trend, das zeigt sich auch ganz deutlich, ist dann durchaus auch vorhanden, wenn auch nicht für jeden, dass man sagt, das eine ist mir ein bisschen langweilig und ich möchte gerne individuell Bilder mit einem besonderen Look oder mit einer besonderen Emotionalität haben. So. Ja, in meinem Video zum 75mm Primoplan habe ich das Ganze ja vollmundig als eines der besten Porträtobjektive der Welt bezeichnet. Da stehe ich auch weiterhin zu, ist meine Meinung, gefällt mir halt sehr gut. Und jetzt ist mit dem 58mm Pendant quasi die kleinere Version dazu rausgekommen. Und die Frage ist natürlich, was ist das Ziel, was ist der Einsatzzweck von so einem Objektiv? Um das mal von der Seite aufzurollen, wofür man es einsetzen könnte, fangen wir dann da an, dass man sagt, 75mm an einem APS-C-Sensor oder was noch kleinerem, das ist natürlich schon ein bisschen sehr nah. Und da sind wir dann bei 135mm Brennweite bei dem 75er. Und das ist schon ganz schön close. Und da ist für den Anwendungsfall APS-C-Kamera mit Sicherheit das 58mm Objektiv eine sehr interessante Alternative. Und ich habe das Primoplan diesmal auch hauptsächlich an meinen Fuji X-Pro Kameras verwendet. Man kann es natürlich auch an Vollformat verwenden. Da finde ich es aber dann tatsächlich, also ich persönlich finde es da ein bisschen schwächer. Das für so eine dann doch weitere Brennweite, das kitzelt die Fähigkeiten des Objektivs nicht so grundlegend raus. Kann man aber durchaus machen, und wenn man sagt, ich habe das 75er fürs Vollformat, um das nach unten abzurunden, kann man natürlich dem auch so ein 50er beiseite stellen. Nichtsdestotrotz halte ich die Porträtbrennweite für so ein Objektiv als die spannendere Alternative. Und deswegen eben der Anwendungsfall an einer APS-C-Kamera. Ja, eine andere Geschichte, die mir damit sehr viel Spaß gemacht hat, waren relativ offenblendige Panoramen zu fotografieren. Auch da sind die 58mm natürlich ein bisschen flexibler als die 75. Das ist also auch ein ganz interessanter Anwendungsbereich. Da zeige ich nachher auch ein paar Beispielbilder zu. Und ich meine, da müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, man sollte dann schon die richtigen Aufgabenstellungen zu dem Werkzeug haben, so wie es das passende Werkzeug zu jeder Aufgabe gibt, gibt es auch die passende Aufgabe für jedes Werkzeug. Also das Primoplan ist nicht das typische Landschaftsfotografie-Objektiv. Es ist nicht das typische Sportfotografie-Objektiv. Und man sollte die Optik auch mit derlei Aufgaben vielleicht am besten gar nicht behelligen. Gucken wir uns zunächst mal die Fakten an. Und schauen uns mal an, was wir beim neuen Primoplan überhaupt bekommen. Da haben wir also beide Objektive und wir sehen sofort, dass das neue Primoplan ein bisschen höher baut. Und es wird auch noch mitgeliefert eine Metall-Sonnenblende, mit der das Ganze noch einmal ein Stückchen länger wird. Je nach gewähltem Adapter, und auch das ist bei Meyer Optik Görlitz Objektiven ja durchaus üblich, die gibt es für die unterschiedlichsten Mount-Varianten, für die unterschiedlichsten Kamerasysteme. Also je nach gewähltem Mount kann das Objektiv hier in der Länge unten an der Fassung ein ganzes Stück weniger kompakt, also auf Deutsch länger, werden, als das hier in der M42-Variante der Fall ist. Ansonsten haben wir bautechnisch das, was wir auch schon von den anderen Meyer Optik Görlitz Objektiven kennen. Genauso gilt das natürlich auch für den Lieferumfang und die Verpackung. Beim
Objektiv selber haben wir wie immer eine stufenlose Blendenverstellung. Das wird die Videofilmer freuen. Mich ärgert es eher, aber das ist auch eine persönliche Geschmackssache. Und wir haben einen sehr geschmeidig, sehr weich laufenden Fokusring und eine Naheinstellgrenze von 50 Zentimetern. Beim Original Primoplan sitzt der Fokusring ein ganzes Stück straffer, ist natürlich ein bisschen vom verwendeten Fett abhängig, aber das Objektiv hier ist quasi frisch überholt, das ist also auch frisch gefettet. Der Blendenring ist ebenso klicklos und leicht verstellbar. Das Ganze ist ein Aluminiumgehäuse, ist also noch, ich würde sagen, die Hälfte leichter als das neuere Primoplan. Und in beiden Fällen haben wir, müsste ich jetzt nachzählen, ich glaube 14 Blendenlamellen. Wenn das falsch ist, blende ich hier oben die richtige Zahl ein. Das ganze Objektiv ist solide aus Metall gefertigt. Wir haben unten, auch wieder abhängig davon, welche Mount-Variante ich wähle, einen sauber verschraubten Edelstahl-Montageblock, der für absolute Planlage sorgt. Wir haben einen sorgfältig gefertigten Objektivtubus und wie gesagt eine Gegenlichtblende aus Metall. Ich sage euch damit sicher nichts Neues, damit, dass die Verarbeitung wie immer hier tadellos ist. Also da gibt es nichts zu meckern, bis auf die Tatsache, dass es eben klicklos ist. Aber auch das kennen wir hier vom Original genauso. Es ist deutlich dünnwandiger. Es ist hier ein ganz Stück scharfkantiger. Gut, dass es schmaler ist, das ist dann eher so eine Designgeschichte. Das Neue lässt sich besser bedienen. Da müssen wir nicht drum herum reden. Auf den ersten Blick nicht ganz so augenfällig, aber in der Praxis durchaus bemerkbar, ist die Ablesbarkeit der Skalen. Es handelt sich letztlich natürlich um ein manuelles Objektiv. Das heißt, ich werde hier schon ab und zu mal drauf schauen, Mensch, welche Blende habe ich denn eingestellt? Wo ist meine Schärfeebene? Wie groß ist mein Schärfentiefebereich? Das sehe ich hier durchaus wesentlich leichter als bei dem alten Vertreter. Auch kein spielentscheidendes Argument, aber es ist schön, dass es hier so ist und es ist nicht tragisch, dass es hier anders ist. Die Naheinstellgrenze beim originalen Primoplan dreht sich gemeinerweise in die andere Richtung, sind 75 cm. Das neue Primoplan kommt also um die Hälfte, um 25 cm näher ran. Und das ist definitiv schon mal ein relativ wichtiges Argument, ein relativ wichtiges Entscheidungskriterium, wenn wir nachher dazu kommen, uns die Frage zu stellen, lohnt es sich überhaupt, das neue Primoplan zu kaufen? Bevor wir uns dieser Frage widmen, möchte ich euch erstmal gern ein paar Beispielbilder zeigen, die ich möglichst situationsgleich mit beiden Objektiven aufgenommen habe. Und dann könnt ihr euch am besten ein eigenes Urteil bilden. Ich kennzeichne das Ganze mit A und B und am Ende gucken wir uns an, welches Objektiv A und welches Objektiv B war.
Ja, ich denke, was man sehen konnte, ist, dass die Grundcharakteristik, wie wir das bis jetzt von Meyer Optik Görlitz kennen, 1:1 getroffen ist. Also das Objektiv, wenn ich nach dem Look von einem Primoplan suche, genau das 1:1 bekomme ich. Die modernere Vergütung macht es etwas kontraststärker. Schärfetechnisch sehe ich keine großen Unterschiede. Auch von der Wirkung vom Bokeh würde ich da keine Punktabzüge weder auf der einen noch auf der anderen Seite geben. Jetzt kommt natürlich zum Tragen, dass mein altes Primoplan hier sehr frisch gewartet ist. Das habe ich also noch nicht vor allzu langer Zeit, ein Jahr habe ich das gekauft und als ich es dann in den Händen hatte, weil es leicht verpilzt war, ist das komplett in die Sanierung gegangen. Das ist also drin sauber wie am ersten Tag. Das ist beileibe nicht bei allen Objektiven, die 50, 60, 70 Jahre auf dem Buckel haben, der Fall. Und das ist dann schon der zweite Punkt, den wir dann auf der Liste haben, wenn es darum geht, Original oder neue Version, was ist denn besser für mich? Versuchen wir das mal zu beantworten. Wirklich beantworten kann das letztlich nur jeder von euch für sich selbst. Also wir haben einen Preis von roundabout 900 Euro für das neue Primoplan. Und wir haben einen Gebrauchtmarktpreis von, na, ich würde mal sagen, über den Daumen gepeilt 200 Euro plus minus für die alte Version. Wir haben hier eine wesentlich nähere Naheinstellungsgrenze, was für Porträt solche Geschichten mit einem 58mm Objektiv schon spielentscheidend sein kann. Ich kann also hier wesentlich näher ran. Wir haben ein deutlich wertigeres Gehäuse, eine wesentlich bessere, muss ich wirklich sagen, wesentlich bessere Verarbeitung. Wir haben eine Garantie darauf, wir haben eine Gegenlichtblende, eine Sonnenblende, die mitgeliefert wird und wir haben die Möglichkeit, uns zwischen diversen Kamerasystemen zu entscheiden, für die ich das Ding als Mount haben möchte. Also es passt dann direkt ohne Adapter auf meine Kamera. Bei der Variante hier muss ich zu den 200 Euro Anschaffungspreis, die ich bezahle, plus minus auf jeden Fall nochmal, sagen wir so 150 Euro für eine Reinigung und Lubrikation auf den Tisch legen. Dann sind wir bei 350 Euro. Ich brauche einen Adapter. Veranschlagen wir den mal so über den Daumen gepeilt mit irgendwas zwischen 20 und 40 Euro, also sagen wir mal 30 Euro. Dann sind wir bei 380 Euro. Und um auf gleiches Niveau zu kommen von der Ausstattung her, müssen wir hier auch noch eine Sonnenblende spendieren. Die würde ich auch nochmal mit 20 Euro veranschlagen. Dann sind wir bei runden 400 Euro. Wie gesagt, mal ganz grob über den Daumen gepeilt. Also kostet das Neue das Doppelte von dem Alten. Ja, das macht es schon wesentlich praktischer. Es passt, es funktioniert, ich habe eine Garantie. Ich habe die bessere Vergütung. Gerade bei Gegenlicht oder Streiflicht, Seitenlicht macht sich das definitiv bemerkbar. Wenn ich also die Möglichkeit habe und zu den Ergebnissen kommen möchte, verlässlich, die ich haben möchte, geht meine Empfehlung zu diesem neuen Objektiv, ganz eindeutig. Wenn ich das Objektiv nur ab und zu nutzen möchte, es als künstlerische Erweiterung meines Objektivportfolios sehe und damit jetzt nicht den Großteil meiner Aufnahmen machen muss, also mich nicht darauf verlassen muss, dann komme ich mit der Budgetvariante mit 400 Euro ganz gut durch die Tür. Das alles respektive ausgedrückt, wenn es alles gut ausgeht. Also natürlich habe ich auch Varianten, wo der Pilz schon das Glas beschädigt hat. Dann habe ich ein signifikant schlechteres Ergebnis. Auch der Fokustrieb, die Schnecke und all die Mechanik hier drin, die kann ja durchaus schon gelitten haben über die Zeit. Und ich habe natürlich wesentlich mehr Rennerei und bis ich meinen ganzen
Bestandteile, meine Bauteile, Adapter, Sonnenblende etc. pp. Beisammen habe, da gehen vielleicht auch noch mal ein paar Stunden ins Land. Also mit dieser Eigenarbeit, mit dieser Eigeninitiative kann man sich durchaus 400 Euro sparen und hat ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis. Also man kann, denke ich, mit dem Primoplan, mit beiden Varianten, sehr gut zurechtkommen. Da das aber ein Neuobjektivtest ist und da ich durchaus ein Freund davon bin, dass man Objektive auch in Deutschland handgefertigt produziert, bekommt das Objektiv, wiewohl es einen Preisunterschied von 400 Euro gibt, von mir den Daumen nach oben. Ich finde das hier noch argumentierbar. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt beim Lüdes meine Schwierigkeiten gehabt, wiewohl ich das Objektiv liebe. Nichtsdestotrotz habe ich eine Schwäche für solche Objektive, von daher kriegt auch das eine absolute Empfehlung. Das ist auch verfügbar, während ich hier schon für eine vernünftige Version schon ganz schön suchen muss. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, ich habe keine Lust, 800 Euro für ein neues Objektiv aufzugeben. Ich kaufe mir das alte und richte mir das wieder her. Und dann nutze ich das für jeden, der den sicheren und natürlich auch bequemeren Weg gehen will, ist das neue Objektiv eine absolute Empfehlung. Der Look, da brauchen wir nicht drüber reden, ist spannend, ist schön, ist einzigartig. Er wird nicht von jedem verstanden werden, er wird nicht von jedem eingesetzt werden wollen. Auch darüber sind wir uns im Klaren. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Probiert das Objektiv mal aus. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich, habt Spaß, schießt Film und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch die anderen noch in meinem Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt. Das heißt, da unten auf den Abonnieren-Button drückst und vielleicht auch die Klingel aktivierst, denn dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich hier ein neues Video online stelle und dann verpasst du nichts, was auf diesem Kanal passiert. Ja, und dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du kommentierst und deine Meinung sagst und mit mir in Interaktion trittst. Fürs Abonnieren sage ich deswegen schon mal herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.